Was gesagt hat, hergriffen. Vielen Dank. Nee, nicht vielen Dank, aber hallo und herzlich willkommen zu noch einer Folge. Euer tolles globales Finanzsystem steht glaube, das ist Flammen. Fast die zehnte, diesen amtlichen Tag. Als Justizler haben wir was, an das wir glauben können. Und wenn man das mal so bedenkt, 10 Folgen, 30 Minuten, wenn nicht noch mehr, sind ein paar Stündchen. 5. Ja. Ich suche das Hausbock heute ein bisschen, wie man vielleicht merkt. Ich hab diesen Ex-Freund, den ich jetzt hasse. Und der hat noch meinen Laptop. Wenn er ihn dir nicht gibt, sag ihm, dass ich die Bullen rufe. Er heißt Tweak. Tweak ist du findest ihn vermutlich im Café seiner Eltern. Gib ihm das. Hol mein Laptop von diesem Penner zurück. Was geht das Tweak auch schon los? Was kann ich für dich tun? Na, wie laufen die Geschmackstests? Ich schmecke keinen Unterschied mehr! Bleib dran, wir suchen die perfekte Sonnenuntergangsmischung für dich. Was ist das? Rück mein Laptop raus, du Arsch! Oh, du arbeitest also für ihn, hä? Dann sag ihm, er kann sein Laptop wiederhaben, wenn ich mein scheiß Meerschweinchen zurückkriege! Wir haben es gekauft, als wir zusammen waren, aber Stripe gehört mir! Ich habe bezahlt und noch den Kassenzettel! Findest du es richtig, dass er Stripe behalten darf, obwohl er mir in den Rücken gefallen ist? Sag ihm das mal! Okay. Was meint Tweak von wegen Laptop? Das scheiß Meerschweinchen? Ach, na gut. Du weißt ja, wo Stripes Käfig ist. Bring ihn dem Arschloch. Wenn du das Tweak gibst, dann sag ihm doch mal, dass man keine Bedingungen zu stellen hat, wenn man jemanden sitzen lässt. Okay, mach ich. Ja, gut, erst ein paar Nebenkosten, die gehören ja auch dazu, ne, zu einem RPG. Okay. Dann mal los! Wow, wow! Putzen ist schwer. Nächster Versuch. Startbereit! Ja! Das hast du wirklich drauf. Stachelanzugrezept. Ah, cool. Bereit? Ha! Wie geht's? Wer denkt sich sowas? Okay, geschafft! Mondmodell. Artefakt. Ein großes, ha? Und runter. Wir haben's geschafft. Jawohl. Ciao, bis dann. Bis dann. Oh, ich habe fast diese Artefakt-Sammler-Achievement geschafft. Jetzt muss ich zu Craigs Haus. Na, lass ich dich in die Bank rein, sobald die Märkte zusammengebrochen sind. Warum räume ich mich in die Bank rein? Da bin ich echt gespannt, was es damit noch auf sich hat.
Was noch kommt mit Professor Chaos, heißt er, glaube ich, ne? Ich habe übel Hunger. Ich glaube, ich mache gleich noch was zu essen. Auch wenn wir 20 nach 12 haben. Das ist mein Haus. Wo ist denn Craigs Haus? Ist das der Craigs Haus? Ja, das ist Craigs Haus. So, das ist die Gasse, die ich durch muss. Und hier ist... Craigs Haus ist Lebensraum. Der Bus soll... Behalte einen Daumen halt für dich, Funke. Am Ende denkt noch jemand, ich war das. Tja. Ich glaube, das hier war... Nee, Craigs Haus war das mit Drone Out. Das hier, no Drone Zone. Nee, unten. Unten im Keller ist der. Ist der Hamster hier? Arschloch, ey. Ja, ich dachte, der wäre die ganze Zeit im Keller. Okay, ich glaube, ich brauche hier einen neuen Zeitfurz. Bevor ich das hier machen kann. Ich stelle jetzt eine Zeitfurz-Pause, jetzt habe ich Zeitfurz-Glitch. Ja. Ich denke mal, muss ich das später nochmal machen. Ein Auge gehabt. Gut, dann gehen wir jetzt mal Castle. Als 10-Jähriger, aber ist in Ordnung, kann man mal machen, finde ich. Echt gespannt, wie lange dieses Projekt allgemein dauert. Ja. Was sind die Gäste, wie gibt es zum Medic? Keine Fried Chicken. Und nähern sich einem rauschmittelhaltigen Sperrbereich. Treten Sie zurück oder Sie werden terminiert. Pech für dich. Minderjährige dürfen da nicht rein. Aber du bist ja kein gewöhnlicher Minderjähriger. Darf ich mich mal im Zeitwurz älter machen? Jetzt fehlt nur noch diese... Du hast ziemlich große Titten für einen Jungneuer. Ah, da bist du ja. Die fiesen Kreaturen da drin haben die Kreditkarte meines Dads geklaut. Hilf mir, sie zurückzukriegen. Gegen die bösen Verführungskräfte der Girls bin ich machtlos. Ich kann da nicht allein rein. Bist du dabei? Dann los, geh du vor.
500. Ne, das kann ich nicht machen, du. Ich hoffe, super scharf jetzt die Chance und finde Skeeters dachgereiften Käse. Immer eklig. Aua. Komm, Mietis, ich hab Bock auf Pornos. Okay, hier komme ich mir nicht so durch. Du hast ziemlich große Titten für einen Juckneuer. Ah, da ist sogar. Also muss ich da hoch und dann da lang oder was? Das ist jetzt aber echt unnötig. Was soll ich da mit dem Zeitfurz durch? Wahrscheinlich nicht, ne? Gegen morgen Pummel kämpfen. Na, gucken wir mal, ob ich da irgendwie so rumkomme. Ein Hauch von Kuhstall. Nicht mal. Ich kann nicht nachvollziehen, wie das nicht dann voll sein kann. Cool. Kulturbanause. Oh, komm, jetzt gibt's auch Verfasser. Ist jetzt anders. Ich bin gerade abgestürzt oder was? Hm, was geht's? Wer will zuerst? Ich verlasse mich auf dich. Nehmt eure Medizin, Zwerge. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ja, euch Platz zu machen fällt unter Antiaggressionstherapie. Tara! Au! Das sieht nicht gut aus. Diabetes-Time! Ja! Die haben überhaupt keine Chance. Ich bin jetzt dran. Lass dich da von deinem Freund massieren. Ich bin wieder da. Wieder. Verdammt! Ha! Nein, meine Brille! Gut, dass ich für euch kämpfe und nicht wegen irgendeiner fiesen Wendung gegen euch. Zeig ihnen, was du drauf hast! Bin ich schon dran? Augen zu, Kinder. Der Kuhn macht jetzt ein paar nicht jugendfreie Sachen. Oh, Kuhn! Ja. Danke fürs Rumstehen wie ein Regenscheinwerfer. What the fuck? Hier ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut. Haha! Nimmst du das jetzt hier mal ernst, Super Craig? Eher nicht. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich. Oh, lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling. Ich bin dran.
Zucker! Ich fühle mich so schwer! Für Viertklässler seid ihr echt sehr erbrocken. Gefällt dir das, Viertklässler? In der Mittelschule gibt es davon noch mehr. Das ist übel langsam an mir. Wenn der Hauser kommt, ich renne dafür, ne? 4-9. Alter. Los geht's, Furzlauf. Machen wir mal das hier. Hilf, oder Arsch! Das ist für Scrambles, ihr Bastarde! Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Das ist unser Beitrag zur Reduzierung der Klassenstärke. Ha! Du bittest so, als hätte das richtig wehgetan. Vierklässler versohlen, geile Sache! Fängst du jetzt an zu heulen, Zwerg? Ja. Es kommt. Mach sie glatt! Glatt, glatt, was auch immer. Megafaust glatt. Gute Nacht. Und wieder rettet der Kuhn den Tag. Ja, du bist der Einzige, der umgenommen wurde, Kalle. Jawohl, 15-60 Klasse. Muss ich dir ein paar Manieren beibringen? Maybe. Okay, jetzt komme ich auch hier hoch. Ist trotzdem irgendwie unnötig, dass ich da jetzt nicht durchkomme. Gibt's noch. Wo haben sich diese Scheißkatzen verkrochen? Ja, wie gesagt, das ist irgendwie von unten, dass ich da nicht so durchkomme, weil ich links und rechts auch dran drüber komme. Aber gut, was willst du machen? 18 Minuten. Aber jetzt müssen wir erstmal noch so ein paar Zeug kaufen, um uns, ich denke mal, eine neue Furzkraft zu besorgen. Da ist ja immer was drin. Ist doch warte, muss ich wahrscheinlich. So machen wir. Pass bloß auf! Das war gar nicht nett. Warum funktioniert das nicht? Die Bock. Schneller als der Freitag. Peter Town oder sowas.
Neue Gegenstände auf Karte, sehr besonders. Shitty Walk, Bestellung, bitte. Verschaffer City Schlamm, die Wurf, glaube ich, ne? Ja. Da, Shitty Walk Spezialität. Okay, jetzt raus aus dem Restaurant. Zu viel zu tun machen, Shitty Chicken. Andermal wiederkommen. Immer gern für einen Polizeianwärter. Woll. Bob ready. Für einen Erwachsenen bin ich doch ziemlich hip, oder? Ach, meine Spezialkiste ist ein neues Kostüm. Und das sieht sehr nach. Wahrscheinlich erst verprügeln, bevor ich da hochgenommen. Na gut, machen wir das mal. Das wird ein heißer Tanz. Nicht wirklich, ich tanze nicht, aber lass uns boxen. Hau rein, Neuer. Ich hab zurzeit einen Haufen Stress. Den werde ich an dir abbauen. Puppewurf. Extra für dich. Ach, der ist kacke, der hat so fucking viel Leben, ey. Diabetes fordert wieder ein Opfer. Jawohl, Schneeball. Du siehst ziemlich im Arsch aus. Gute Neuigkeiten, ich bin dran. Megafaust, Pacharoo. Hiebe im Namen der Gerechtigkeit. Schlag sie für den Kuhnfurzkiste. Bam. Au! Sehr gut, Wunderarsch! Jetzt wird gekuhnt. Okay, das sieht doch so aus. Bam, bam, bam. Weg mit dir! Gut, angewidert, Alter. Das war so viel damit. Respekt. Ja. Hände los. Hab ich mir die Anstrengung gespart. Ich konnte mir schwachteln. Braucht jemand eine Faust in die Fresse? Das werde ich egaler sein. Ah, oh, so einen Move hab ich auch. Juckt keinen, Alter. Jetzt setzt's was. Zeig ihnen, wer der Boss ist. Achtung, dramatischer Kuhn-Move. Das ist so, wenn ich jetzt... Sein Platz und meinem tausche. So was Cooles sieht man in Tierdokus nie. Mit Leuten, die ihm zu nahe kommen. Und jetzt nehmen wir mal den Zug weg. Verkackt. Wer braucht am meisten eine Drachprügel? Ja, hier. Das läuft genau wie geplant. Das packst du schon.
Das habe ich kommen sehen. Gleich kriegt ihr Tollwut. Jau! Gute Aktion, Kuhn! Was sonst, Diabetes? Gut, nimm mal auf die Fresse und jetzt kann ich spenden. Mach Platz für Diabetes! Auf die Bretter! Du, dir selbst den Gefallen und bleib lieb! Bravo, gute Arbeit, etc., etc. Craig, was gar keinen Bock hat. Gut, Freunde. So wie ich dir gezeigt habe. Ich sehe unser Haus von hier. Muss ich den erst herstellen oder was? Na gut. Mit langen Ärmeln. Lass den Kack. Du hast mich gefunden. Dann mal los. Wow, die fliegen. Ja. Okay, warum ist er denn hier nicht mitgekommen? Ach, na, egal. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder zu dem Dings zurücklaufen, oder? Ja. Zum MFC. Schönes Wetter. Zeug-Sheet-Pattern. Müde, wenn ich ganz ehrlich bin. 5:01. Ich glaube, es ist bestimmt nicht. Von morgen zur Uni. Richtig viel Bock. Na, was willst du machen? Das ist doch der furzende Selbstjustizler. Ja, ja, das bin ich wohl. Warum benutze ich dich fucking schnell? Also, wer ist sie doch da, dass ich die ganze Zeit laufen muss? Na. Das war einfach. Los, nur keine Hemmungen. Was kriege ich denn jetzt für eine Kraft? Zeit für zwei Schritte und Pause. Ja, habe ich mir was gedacht. Drücke T. Hat Wunderarsch gerade was gemacht? Nein, ich doch nicht. Ah, Neuer. Wie ich sehe, willst du helfen, Classys Mitarbeit sicherzustellen. Bitte, nach dir. Hallo, wir brauchen Medizin für eine Freundin. Nee, Alter, ich mach prinzipiell keine Selfies, wenn ich nicht high bin. Oh, will eure Freundin ein energetisierendes mentales Gefühl oder ein Ganzkörper-High? Keine Ahnung. Ich schicke euch unseren Grasexperten, der kann euch helfen. Tolli. Hey, wollt ihr high werden? Oh, hi Eric.
Oh, Trauli, dachte, du wärst auf Entziehungskur. War ich, und jetzt bin ich wieder im South Park. Clean und nüchtern seit einem Jahr. Clean und nüchtern, ganz ohne Drogen. Und weißt du, ich vermisse nichts. Und du arbeitest in einem Grasladen? Cannabis, Eric, und ja, das ist super. Ich werde jetzt frei davon, dass ich Leute von ihren Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Migräne und Stress heile, ganz natürlich. Wusstest du, dass schon die alten Chinesen ihren Kindern zum Zahnen Cannabis gaben? Ich habe eine süchtig machende Persönlichkeit, also geht's mir auch ohne gut. Und ich habe jetzt ein Kind zusammen mit der Lady. Da bleibe ich wieder auf dem rechten Weg, verstehst du? Du hast ein Kind, so. Stellt sich heraus, dass ich die ganze Zeit eins hatte, aber zu high war, um es zu merken. Jetzt habe ich einen Job und bezahle meine Miete. Und tue Gutes, indem ich den Leuten helfe. Die brauchen pflanzliche Heilmittel. Für den ganzen modernen Stress mit Job, Steuern und Verkehr und mit der Alten, die mir wegen der Scheißwohnung im Nacken sitzt und meckert, Tauli, das Klo ist kaputt und warum kannst du das nicht reparieren? Bin ich vielleicht Klempner? Bitch, ich bin ein Handtuch und kein verdammter Klempner! Okay, wir müssen deine Freundin Medizin abholen, sie heißt Classy. Oh, Classy, Classy mit einem Y, aus dem eine Klitoris hängt, die sich umdreht und wie wird das C leckt? Nein, Classy mit einem Schwanz, der am C hängt und das L aus dem ASS fickt. Oh, die Classy, klar, ich habe ihre Bestellung. Nehmen Sie mag Bananakusch für ihre Rückenschmerzen und Platinum-Uchi für... Warte, was zur... Wer hat hier Chillax-Kusch zum Uchi Mellow Bliss getan? Was zur Hölle, ihr Spasten? Die Leute wollen doch nicht Mellow mit Chill mischen, das fuckt sie voll ab. Gott, fuck. Hey, Tauli, alles cool, rück dich ab. Nein, das ist nicht cool, verdammt, ich versuche hier ein ordentliches Geschäft zu führen und mein Rücken bringt mich um, ich kann nicht schlafen und hab keinen Appetit. Diese Scheißstadt ist so abgefuckt, dass wir unsere Ware von scheiß Sechsklässlern kaufen müssen. Die keine Ahnung haben, welchen Scheiß sie da reintun. Und dann kommen auch noch ein paar kleine Schwanzlutscher in meinen Laden und sagen mir, dass ich mich abregen soll. Fickt euch! Krieg du dich ab! Du bist ein Handtuch! So was, Holy. Das ist ein cleaner Toli, einfach mein Scheißpost. Mega rein hier! Verpasst diesen Kids mal eine Beratung! Alexander Brown. Vorsicht! Hier ist überall Ware! Sieh doch mal! Allerfeinster Handtuchspaß! Ich mag den Job, weil ich immer wieder was lerne. Au! Zündest du meinen Vorrat an? Riecht aber gut. Gottes Lufterfrischer. Steck noch einen an! Warum kriege ich nicht mal 5 Minuten Pause? Um alles muss man sich selber kümmern. Autsch! Ich will doch nur den Leuten mit ihren Ängsten helfen. Von sowas war bei der Mitarbeiterschulung nicht die Rede. Zünd es an, Wunderarm. Das sind meine Lebensersparnisse an Graf. Jetzt wird's lustig. Hör auf, die Ware abzufackeln. Aber das ist echt gutes Zeug. Wir brauchen noch mehr Rauch. Denn ich stehe in Flammen. Auf sie, Wunderarsch. Ich könnte ewig weitermachen, weil ich ein super flauschig weiches Handtuch bin. Unsere Kräfte sind noch nicht gegen das Handtuch. Ich glaube, ich muss gleich einmal Moses rufen. Vielleicht mache ich heute früher Feierabend. Gefällt euch das, ihr bescheuerten Handtücher? Der Verkäufer ist König. Alter, da treten ja Pussy. Zerter Zutat. Ich glaube, ich kotze gleich. Willkommen in Coontown. Was für eine schwarze Hutenmagie ist denn das? Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Oh, Moses. Übrigens, ich brenne immer noch, Leute. Euer Boss verbrennt hier. Versau das nicht, Blödsack. Verbreitet eure Schlechte. So, ich kann noch so.
hatte gehofft, dass du das Ding auch noch anzündest für eine gute Partystimmung. Zünd auch den letzten an. Ja. Coole Spalmerei, Kids. Sorry für den Ausraster. Ich find's einfach kacke, dass du mein Sandwich gegessen hast. Mir tut's auch leid, aber schön, dass wir offen darüber sprechen können. Platz für den Huhn. Oh, wieso schlägst du mich, Mann? Gut, Ich brauche eine Pause. Ah ja, ist ja gut. Zünd dich an! Das ist perfekt. Au, au, das hat kein Kuhn verdient. Ah, was, hast du passiven Widerstand erwartet? Kann ich da einfach drauf steppen. Bist du Bluter? Na, wir werden sehen. Ja. Ah, fuck, ich brauche einen Schmerzhammer. Hallo, ich brenne hier. Und jetzt mein bester Angriff! Mein bester Angriff! Hey Leute, wie geht's, Eric? Du bist cool, Mann. Schön, dich zu sehen. Nice. Gewonnen. Klingt toll. Nimm bitte Schmerzrezeptoren. Verbessertes Gegengiftrezept und Währung. Ein bisschen EP. Nuggets und Brand, der die Purple Shatter aufs Haus. Kommt jederzeit wieder vorbei. Sehr gut, Neuer. Bring das zu Classy. Mach ich, nachdem ich bei Craig war. Und den Hamster gecatcht hab und den dann dahin gebracht hab. Dann geh ich zu Classy. Aber auch erst morgen, glaube ich, oder? Die Tage. Ich habe ja jetzt aufgenommen bis 3 Jahre. Ich bin auch langsam ein bisschen müde, tut mir leid dafür, aber ich bin echt süchtig nach dem Game gerade. Ja, was, ich muss so rein, tiefer. Dass ich ja gerade so ein bisschen müde bin. Ich bin wirklich müde. Es ist halt auch schon kurz vor uns. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Geil. In der nächsten Folge mich wieder mit Ballermelan dabei. Die für mich aber auch erst irgendwie 2 Wochen läuft oder so. Egal, ich kann es ja trotzdem spielen. Werde ich auch trotzdem tun, sonst aufhören kann ich jetzt hier nicht mehr. Also heute werde ich gleich. Ich werde gleich aufhören, was essen und dann pennen gehen oder so, aber. Aber sonst, gehen wir jetzt auch mal zu Tweak. Geben ihm seinen scheiß Hamster zurück. Die roten Wangen mache ich gerade nicht fest. Egal. Ein PC wird sich auch freuen, weil ich die ganze Nacht keine Scheiße hochladen. Wenn ich Glück habe, bin ich morgen, wenn ich aufstehe, sogar alles fertig, alle Folgen. Euer tolles globales Finanzsystem steht in Flammen! Naja. Durch den Selbstjustizler haben wir was, an das wir glauben können. Liegen eine fucking rote Legos vor der Bank. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob sich die Filme so ändern. Wenn du das Tweak gibst, dann sag ihm doch mal, dass man keine Bedingungen zu stellen hat, wenn man jemanden sitzen lässt. Ja, hast du mir doch gerade schon gesagt. Auf vorhin. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Oh, wird er jetzt endlich vernünftig, hä? Schön! Hier ist dein blöder Laptop! Oh, hallo, du bist neu, stimmt's? Ich merke, wie sehr du dich bemühst, meinen Sohn und seinen Freund wieder zusammenzubringen.
Das weiß ich sehr zu schätzen. Ein schwuler Sohn ist sehr gut fürs Kaffeegeschäft. Ich glaube, Sie müssten nur mal zur Paartherapie gehen. Könntest du das Craig geben? Gemeinsam können wir Ihnen vielleicht helfen. Jetzt hat der fucking Papa mir einfach den scheiß Laptop gekannt. Wo ist er? Paartherapie? Ich soll mit Tweak eine Therapie machen? Niemals! Sag ihm, ich mach das nur, wenn du auch mitkommst. Ich brauche Freunde um mich. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Was ist das? Paartherapie? Craig! Verarschst du mich? Gut, okay, ich mach's. Nur wenn du dabei bist. Bei dir scheint er offenbar vernünftig zu sein. Und jetzt sprich mit Mr. Tweak. Krieg ich jetzt den Laptop? Es ist echt super von dir, dass du den Jungs beistehst. Super. Elektropunk-Kostüm. Nice. Ich glaube, so zum Abschluss der Folge wäre es auch mal Zeit für ein neues Kostüm, ne? Oder was meint ihr, Leute? Ich denke schon. Genug an Assassine gewesen. Sind wir ein fucking Elektropunk. Gut, noch eine Folge vorbei und damit erneut vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und dann sehen wir uns nächste Folge von South Park wieder. Haut rein, wa?